das Frau Nancy Faeser schon vor Wochen artikuliert hat, man soll möglichst vor Beginn einer Demo genau hinschauen, mit wem man demonstriert. Haben keine Möglichkeit haben, sich anders zu artikulieren als so. Und dann finde ich das in Ordnung. Ich fand es nicht schön, aber auch in Ordnung, dass Kanzler Scholz ausgepfiffen und ausgebuht wurde. Ich glaube, das nennt man Demokratie. Gestern. Ah, scharf ist hier wahr. Die Frage ist ernst gemeint. Das ist schön, dass Sie das am Schluss noch mal gesagt haben, weil das mir nicht ganz klar war bei den letzten Bemerkungen, die Sie gemacht haben. Niemand in diesem Land hat vor, dass auf Demonstranten geschossen wird. Und wer solche Schauermärchen verbreitet, ist ein schlimmer Propagandist, wenn ich das einmal ganz deutlich sage. Jetzt dieses, ich meine, wie kann ein deutscher Politiker im Jahre 22 sagen, niemand hat vor oder niemand hat die Absicht, auf Menschen zu schießen? Aber das ist okay, also man vergibt Politikern in Deutschland ganz viel. Ich meine, wann ist zuletzt ein Politiker zurückgetreten? Das ist doch ein gnädiges Volk von Leuten, die auf Vergebung setzen. Ja, und mit diesem Intro herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir abermals auf Henrik M. Broder schauen, welcher sich zu Protesten gegenüber Scholz und der Ampel äußert. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass Leute gegen die Ampel demonstrieren, wird teilweise natürlich verschwiegen von den Öffentlich-Rechtlichen. In diesem Fall geht es um eine Demo, bei dem sogar linke und rechte Gruppierungen sich zusammengeschlossen haben zum Demonstrieren. Und ja, wir gehen auch hier nochmal drauf ein, dass der Kanzler sich dieser Demonstration stellt und dort etwas sehr, sehr Brisantes sagt. Aber schauen wir jetzt erst einmal rein. Nun ja, es gibt diese berühmte Hufeisentheorie, dass sich die Extreme dann irgendwann wieder berühren. Die ist sehr beliebt, darüber sind schon zahlreiche Diplom- und Doktorarbeiten geschrieben worden. Aber ich halte das eigentlich für irrelevant. Ich habe da gestern Menschen gesehen, die wütend waren, die empört waren und sich Luft verschafft haben. Und ich finde, man kann die jetzt nicht nach links, sondern nach rechts aufteilen, weil darin schon ein Vorwurf liegt. Nämlich, dass Frau Nancy Faeser schon vor Wochen artikuliert hat, man soll möglichst vor Beginn einer Demo genau hinschauen, mit wem man demonstriert. An dieser Stelle ganz wichtig, immer dran denken, wer den Staat verhöhnt, der muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Klar erkennbar, sie belästigt werden mit Meinungsäußerungen, die sie klar erkennbar nicht wollen, dann sind das jetzt alles zukünftig Ordnungswidrigkeiten, die mit bis zu einem Bußgeld von 5.000 Euro dann auch belegt werden können. Ich gehe selten auf Demos, aber ab und zu schon, wenn auf Arte gerade kein Film läuft, gehe ich auf eine Demo. Oder bei Welt eine gute Doku? Das schaue ich sowieso, aber bei Ihnen kann man ja zeitversetzt gucken, nicht wahr? Wenn Sie die Schleife sind. Nein, und ich habe noch nie jemanden gefragt, was willst du? Oder vielleicht gibt es Leute, ich bin ja Vegetarier, ich könnte eigentlich mit Fleischfressern nicht auf eine gemeinsame Demo gehen, nicht? Ich möchte auch nicht mit Leuten auf eine Demo gehen, die Tiere quälen oder Frauen schlagen. Aber leider ist das bei Demonstrationen unmöglich. Man kann sich im Gegensatz zum sonstigen Leben bei einer Demo seiner Partner nicht aussuchen. Ich sehe da Leute, die unzufrieden sind und die nicht eine Möglichkeit haben, keine Möglichkeit haben, sich anders zu artikulieren als so. Und dann finde ich das in Ordnung. Ich fand es nicht schön, aber auch in Ordnung, dass Kanzler Scholz ausgepfiffen und ausgebuht wurde. Ich glaube, das nennt man Demokratie. Gestern. Ja, und ich glaube, das ist auch bei keinem der Ampelminister mittlerweile eine Seltenheit, dass sie ausgepfiffen werden. Einer der Highlights sind ja immer noch die Szenen, als Olaf Scholz ja, sich als bescheidenen Kanzler hinstellt, als Respektkanzler und in die Flutgebiete geht und dort von den Leuten beschimpft wird. Schauen wir mal hier rein in die entsprechenden Szenen. Keine leichte Aufgabe in einem Bundesland, in dem die Sozialdemokraten in Umfragen im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Auf Tuchfühlung zu gehen mit Betroffenen, das scheint in Sangerhausen nicht ganz zu klappen. Herr Bundeskanzler, Sie wissen schon, dass heute die ganzen Freiwilligen nach Hause geschickt werden, nur weil Sie hier da sind. Das ist das, ich kann da mitkommen. Ja, die sage ich auch. Oh, da kann man weitermachen hier. Da kann man weitermachen. Der Kanzler geht stur weiter. Olaf Scholz sagt dem Hochwassergebieten in Deutschland Unterstützung zu. Dann beendet er seinen Besuch.
Doch schauen wir jetzt rein in die entsprechende Szene, die so brisant ist. Los geht's. Wenn die Menschen wieder auf die Straße gehen, werden sie den Schießbefehl erteilen. Wird die Polizei, die jetzt hier steht, gegen die Bevölkerung eingesetzt? Wir haben erlebt, wie haarscharf es hier war. Die Frage ist ernst gemeint. Das ist schön, dass Sie das am Schluss noch mal gesagt haben, weil das mir nicht ganz klar war bei den letzten Bemerkungen, die Sie gemacht haben. Niemand in diesem Land hat vor, dass auf Demonstranten geschossen wird. Und wer solche Schauermärchen verbreitet, ist ein schlimmer Propagandist, wenn ich das einmal ganz deutlich sage. Ja, damals in der DDR wurde auch die Aussage getroffen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Später wurde die Mauer gebaut, wie wir alle wissen. Das heißt, der Demonstrant ist hier einfach nur geschichtswissend und hat einen komplett berechtigten Einwand oder Frage. Und dass Scholz ihn hier als Propagandisten darstellt, ist nichts anderes als ja, reine Diffamierung. Er hat ja, ich mache mir Sorgen um Scholz, er hat ja wirklich keinen guten Lauf letztens. Nicht? Diese Cum-Ex-Geschichte schwebt über ihm, dann dieser Puncher, den ich nicht so schlimm fand mit Abbas gestern. Jetzt dieses, ich meine, wie kann ein deutscher Politiker im Jahre 22 sagen, niemand hat vor oder niemand hat die Absicht, auf Menschen zu schießen. Aber er hat ja gerade nicht gesagt, niemand hat die Absicht, er hat gesagt, niemand hat vor. Ja, gut, das sind Details, wissen Sie, aber es klingt so, der Originalton hört sich schon nach Walter Ulbricht an. Und ich meine, er spricht im Osten, er müsste wissen, dass die Leute dort ein besseres Erinnerungsvermögen haben als er zumindest und eine solche Formulierung eher vermeiden. Ich nehme es ihm nicht so übel, weil es zeigt einfach ein spontaner Mensch, er überlegt nicht lange. Und mir ist einer lieber das, was Dumme sagt, als dass er gar nichts sagt. Aber als jemand, als Sozialdemokrat, der wirklich um jede Stimme im Osten kämpfen muss, war das keine Einladung, wirklich. Und ja, ich weiß nicht, irgendwas ist los mit ihm. Vielleicht denkt er sich jeden Abend, mein Gott, worauf habe ich mich eingelassen? So kommt er mir vor. Das ist okay, also man vergibt Politikern in Deutschland ganz viel. Ich meine, wann ist zuletzt ein Politiker zurückgetreten? Das ist doch ein gnädiges Volk von Leuten, die auf Vergebung setzen. Ist ja auch modern geworden seit Corona. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Sei Dank. Ich verzeihe niemand gar nichts, aber das ist meine persönliche Rechnung. Sie hatten hier einen sehr netten Wissenschaftler vor kurzem, gestern glaube ich. Ich habe mir seinen Namen gemerkt, Werner Patzelt. Politikwissenschaftler aus Dresden. Der hat einen sehr klugen Satz gesagt. Die Leute erleben jetzt eine innere Kündigung. Das heißt, Menschen distanzieren sich von dem, was im Lande passiert, von der Regierung, von den Regierungsmaßnahmen, weil sie vieles nicht mehr verstehen. Das ist wirklich nachvollziehbar. Und deswegen ist es nicht die Frage, was verzeihen wir nicht. Die Frage ist, was liefern die? Und vielen, mich eingeschlossen, kommt es so vor, als würde die Politik Trial and Error spielen. Wissen Sie, Versuch und Irrtum. Wenn es da nicht geht, dann machen wir es da. Wir reden mit Brüssel über einen Erlass der Mehrwertsteuer. Und wenn die Brüsseler Bürokraten es uns nicht erlauben, das heißt, wir haben unsere Souveränität abgetreten, dann reduzieren wir das eben ein bisschen, finden wir was anderes. Das sind keine vertrauenserweckenden Maßnahmen. Ja, ich möchte jetzt auch auf einen Punkt eingehen, den Herr Broder hier genannt hat, und zwar, dass die Politiker mittlerweile nicht mal zurücktreten, nachdem sie zu Deutsch gesagt Scheiße gebaut haben. Ja, das ist ja wirklich so. Und ich habe hier noch ein Anliegen, das wurde von einem Zuschauer herangetragen, und zwar gibt es eine Petition für den Rücktritt von unserem besten Bundespräsidenten aller Zeiten, Herr Steinmeier, der ja im besten Deutschland aller Zeiten lebt. Ihr könnt gerne den Link in der Videobeschreibung nehmen und dort die Petition unterschreiben. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.